kleine Sammelsurium der Abscheulichkeiten. Nicolas Blome, Spiegel. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf Sie zeigen. Wolfram Henn, Ethikrat. Ausreisestopp für Ungeimpfte. Peter Maffay, wer nicht geimpft ist, kann eigentlich nicht mehr unter Leute gehen. Natalia Wörner, Schauspielerin. Ich würde nicht mit Ungeimpften drehen. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident. Ungeimpfte gefährden uns alle. Frank-Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes. Tyrannei der Ungeimpften. Pascal Hollenstein, Schweizer Journalist. Eine Diskriminierung der Impfverweigerer ist gerechtfertigt. Joe Biden, US-Präsident. Die Pandemie der Ungeimpften, sie bringen Menschen um. Team Sommerfest, Berlin Charité. Ungeimpfte herzlich ausladen. Tobias Hans, CDU-Politiker, Ex-Ministerpräsident im Saarland. Es ist wichtig, den Ungeimpften eine klare Botschaft zu senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Sarah Bosetti, Komikerin, nominiert für den Fernsehpreis. Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes. Rainer Stinner, FDP-Politiker. Gegner der Corona-Impfung sind gefährliche Sozialschädlinge. Sie alle und noch viele mehr haben mitgemacht. Sie haben gespalten, diskriminiert und unendlich viel Leid verursacht. Und um es ganz klar zu sagen, es geht mir nicht um einen demütigen Kniefall oder gar um Strafe für die Verantwortlichen. Es geht um Aufarbeitung dessen, was geschehen ist. Eine Entschuldigung bei den Ungeimpften wäre überfällig, wenn man zumindest jetzt seinen Beitrag zur Versöhnung leisten will. Hunderte Hausdurchsuchungen bei Ärzten, Juristen und Publizisten, die unbequeme Fragen stellen. Hunderttausende gelöschte Videos von Menschen, die sich kritisch zu der Situation der letzten zwei Jahre geäußert haben. Ein Bundesministerium, das einen sechsstelligen Betrag an die grüne nahe Denkfabrik Lipmod spendet, die unter dem Projektnamen Gegneranalyse alternative Medien wie die Nachdenkseiten diffamieren und Unwahrheiten über sie verbreiten. Zensur findet statt täglich. Und ich frage noch einmal, wie vor zwei Jahren, Kollegen aus Kunst und Kultur, was ist los? Wann steht ihr auf für eure ungeimpften Freunde? Wann begehrt ihr auf gegen Unrecht und Ausgrenzung, Zensur und Diffamierung Andersdenkender? Was muss denn noch alles passieren? Wir können eine drohende Konzerndiktatur nur stoppen, wenn Geimpfte und Nicht-Geimpfte der Spaltung gemeinsam entgegentreten und sagen, wir machen da nicht mehr mit. Ich rufe auf zu zivilem Ungehorsam, immer friedlich, immer zugewandt, achtsam und empathisch. Lassen wir die Demutsmasken fallen, überall in der U-Bahn, im Supermarkt, am Arbeitsplatz und vor allem an den Schulen und Kindergärten. Lachen wir uns wieder an, hören wir einander zu, beenden wir den Irrsinn der korrupten Elite und sagen, das war's.